mir dann sonst wieder ein Strich durch die Rechnung gemacht wird. Beim letzten Mal. Das war eine Unverschämtheit und Verantwortungslosigkeit. Vor allem, wenn man mir dann noch die Schuld gibt bei dem ganzen Vorfall. Setzen Narzissen keine Nazis oder Narzissten, sondern Narzissen. Schöne Blumen im Vergleich zu den anderen beiden. Aber wir müssen natürlich auch Rücksicht nehmen. Es sind nur Tiere, die gehören mit zum Ökosystem. Immer schön ruhig bleiben. Ist nicht gut so für den Puls, fürs Herz. Denk an deine Gesundheit. Na, oder ihr macht es wie ich und redet einfach mit der Königin der Schnecken. Ein kleiner Anruf genügt. Nett, freundlich und charmant sein. Und das Problem hat sich gelöst. Da funktioniert die Winterernte. So schwer ist das nicht. Wenn ihr euch da eingefunden habt, natürlich. Es ist alles eine Frage der Planung und alles Pflanzen zum richtigen Zeitpunkt. In den letzten Gartenvideos zeigte ich auch unter anderem, was ich denn alles in der Voranzucht habe. Diese Kulturen, die dann später in den Folientunnel reinkommen, beispielsweise den sibirischen Blattkohl, Rosenkohl, Grünkohl oder auch Treibhaussalat. Selbstverständlich brauche ich da ein bisschen Platz und mit großer Zärtlichkeit, Liebe und Dankbarkeit riss ich die Auberginen und Paprika raus. Dieses Jahr ein sehr schwieriges Jahr, besonders für die Auberginen, aber endlich bin ich mein Problem mit den mietfreien wohnenden Schnecken losgeworden in meinen Paprikaschoten. Unerhört. Ich bin doch nicht für den sozialen Wohnungsbau zuständig. Dafür würde mir eindeutig das Geld fehlen. Das ganze Gezuppel und die Pflanzenreste habe ich erstmal zur Seite geschoben, damit ich da ein bisschen besser arbeiten kann, denn ich muss ja erstmal den Boden ein bisschen auflockern, ziemlich oft da rumgelaufen, ist ein bisschen fest an der Oberfläche mit der Grabgabel oder wenn du es dir leisten kannst und es ein bisschen besser haben möchtest mit der Broadfork, aber ich persönlich finde die Grabgabel dann doch, kann man auch ziemlich sportlich nutzen, indem man halt dann schön geschmeidig auch ein bisschen reinspringt, ein bisschen Schwung und es zu einer körperlichen Tätigkeit macht und anstelle sich zu bücken, einfach in die Knie reingehen. So kann man Fitness auch im Garten machen, damit du gar keinen Rücken bekommst. Das passiert ziemlich schnell. Mein Vater zum Beispiel. Ich habe Rücken, ich habe Hüfte und an der Seite unten sticht's. Der macht das zum Beispiel nicht, in die Knie gehen. Hat leider Knieprobleme. Schön den Boden mit der Grabgabel penetrieren. Ich meine etwas aufbrechen, auflockern und Sauerstoff da reinbringen, damit die Mikroorganismen und die Regenwürmer besser arbeiten können. Ein Glück ist der damalige harte Lehmboden jetzt langsam verschwunden. Es macht wirklich Spaß, Boden so schön fluffig zu haben bei der Auspflanzung. Alles wunderbar. Er ist nicht mehr so steinhart wie Beton. Jahrelang Mulchmaterial eingearbeitet, Pflanzenbewuchs. Funktioniert alles. Und immer weniger umgraben. Meine Devise, um das Bodenleben nicht zu schaden. So wachsen dann auch meine Kulturen besser. Der Grünkohl, Salat und Rosenkohl, die ich dann auch nach und nach reingesetzt habe, damit ich eine schöne Winterernte habe. Da kann ich nämlich im Folientunnel auch ein bisschen zumachen. Wenn die Sonne reinscheint, ist schön warm dort. Muss nur gucken, dass sie genug Wasser haben und die werden wachsen und auch über den Winter kommen. Interessant bei der ganzen Sache ist, dass ich keinen Rosenkohl eigentlich ausgesät habe, also den roten zumindest. Und ich glaube, ich habe roten Rosenkohl. Wurde ich beschissen bei Dreschpflege? Kann mal passieren. Mei. Nichtsdestotrotz, Pflanzen auch erstmal angießen und dann wieder ein bisschen rummulchen, damit das Bodenleben geschützt wird. Und auch im Winter dran denken, nicht den Boden offen zu lassen. Du musst endlich mal an deine Mikroorganismen und Regenwürmer denken. Du kannst die nicht einfach krepieren lassen. Denk nicht nur an dich. Kürzlich kam eine Frage in den Kommentaren auf, warum man denn überhaupt mulchen sollte. Schlechte Erfahrungen gehabt, weil unter dem Mulch sich ein Haufen Schnecken getummelt haben. Problem kenne ich, ist bei mir auch ab und zu mal, ist natürlich mit den Jahren immer weniger geworden. Und selbst wenn die Schnecken da sind, meine Pflanzen sind schon in der Voranzucht so gut. Geheimnis, die eigene Komposterde. Scheiß auf die Anzuchterde. Wer euch den Scheiß erzählt, scheiß drauf. Braucht ihr nicht. Aber Pflanzen sind kräftiger, Boden ist durchlüftet, Nährstoffe bei Pflanzenkohle mit angegeben, Urgesteinsmengen. Mit der Zeit wird es auch immer weniger. Und beim Mulchmaterial natürlich auch gucken. Nimmt auch eure eigenen Küchenreste, die sind frisch, die sind saftiger, da gehen die Schnecken dann eher hin und dann könnt ihr sie viel eher absammeln und dann halt das Ganze nach und nach reduzieren. Und auch bei den Schnecken immer drauf achten. Jetzt vor allem im Herbst, sammelt die scheiß Schneckeneier weg, damit ihr diese Populationsprobleme gar nicht mehr habt. Vielleicht kennt ihr ja irgendjemanden bei euch in der Nähe, der Hühner hat, dann könnt ihr euch ausleihen und einfach mal bei euch die Beete mal kurz
durchwühlen lassen, auch auf dem Kompost, und halt dann die ganzen Schneckeneier auffüllen und dann aufpicken lassen. Ja. Oder ihr macht es wie ich und redet einfach mit der Königin der Schnecken. Ein kleiner Anruf genügt, nett, freundlich und charmant sein und das Problem hat sich gelöst. Einfach mal ein bisschen kompromissbereit sein, eine Win-Win-Situation schaffen und schon lassen sie in Ruhe. Das funktioniert. Die Königin hat sich sehr über die Blumen gefreut. Genauso wie ich mich über die Blumenreste an der Grundgutstelle gefreut habe, weil die Leute, die mir jetzt einfach so bringen können, habe ich so einen Kleinanzeigen hingeschrieben, dass man das mir jederzeit bringen kann, funktioniert einwandfrei bis jetzt noch. Ich hoffe, das bleibt auch noch so. Leute sollen ein bisschen mitdenken und mir nicht alles Mögliche bringen. Aber durch diese Blumen konnte ich eigentlich den Messerhäcksler ausprobieren, den ich den letzten Gartenrundgang-Video mal probiert habe, weil da auch in den Kommentaren stand, wie funktioniert der. Konnte noch nicht ausprobieren, keinen Erfahrungsbericht, aber jetzt habe ich einen Erfahrungsbericht. Ist sehr spannend im Vergleich zu dem Weizenhäcksler, den ich ja vorher die ganze Zeit benutzt habe. Ist bei dem Messerhäcksler, wo ich ihn das erste Mal benutzt habe, hatte schon einen ziemlich starken Zug dran. Also als ich da die ganzen Rosen da reingesteckt habe, puh, da bin ich ein bisschen erschrocken am Anfang. Bei dem Messerhäcksler sollt ihr auch darauf achten, dass ihr nicht zu dicke Stängel reinwirft. Ich glaube bis zu 10 mm Durchmesser so in die Richtung oder 10 cm, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Sonst stumpfen die Messer ab. Deswegen nutze ich das halt mehr so für feineres Material, für so Gräser, die man dann irgendwie mitbringt oder feinere Stiele halt. Und da kommt hinten ganz feines Material raus, was ich sehr gut finde, weil dann kann ich das immer so aufteilen, wenn mir die Leute organisches Material bringen, dass ich die groberen Sachen für meinen Weizenhäcksler dann nutze. Der gibt mir auch zum Beispiel grobe Holzhackschnitzel dann raus. Und dann das feinere Material, was dann mehr Grünstoff ist, wo ich dann perfekt dann so dieses Verhältnis zum Mischen habe als Mulchmaterial, damit es dann optimal verkompostiert wird. Also ich habe kohlenstoffartige Sachen durch das Häckselgut und dann stickstoffhaltiges durch das feine Material. Und dann wird alles schön noch durchlüftet, schimmelt nicht. Finde ich wunderbar. Und zur Sicherheit erwähne ich das nochmal. Der Messerhäcksler hat so einen Pömpel, damit ihr halt eure Sachen dann gut reinstopfen könnt. Nicht mit der Hand reinlangen. Falls ihr diesen Pümpel verliert, dann nehmt ihr irgendein Stecken oder irgendwie sowas, um das halt dann richtig zu gewährleisten. Aber wenn da die Hand reinlandet, dann könnt ihr wenigstens mit eurem eigenen Blut düngen. Ist bestimmt auch sehr wertvoll. Aber Blut ist halt für euch auch ziemlich wertvoll. Nein, doch. Diese Sicherheitshinweise bekomme ich auch von meinem Vater. Leider hat er sich ja nicht dran gehalten und hat dann das dann bei einem Weizenhäcksler gemacht. War nicht ganz so schlimm, wie als wenn es bei einem Messerhäcksler gewesen wäre. Hat sich ein bisschen den Finger gedrückt, ist dann blau geworden und alles. Aber eure Finger und euer Blut ist euch viel zu wichtig. Oder auch Dracula ist es auch sehr wichtig. Aber vor dem könnt ihr euch auch jetzt schützen. Oktober, super Gelegenheit, um eure Knoblauch in den Boden zu bekommen. Winterknoblauch, damit ihr schöne kräftige Knollen dann im Frühjahr habt. Immer dran denken, immer im Voraus planen, immer vor. Dann habt ihr eine schöne Ernte, wenn ihr die Weitsicht habt. Und das habe ich auch gemacht bei meinen Erdbeeren, die Knoblauch wegen dem Allicin, gegen den Mehltau, wunderbar, gegen die Pilze. Da erstmal die ganzen Reihen zugesteckt, die einzelnen Zehen auch ungefähr 5 bis 10 cm tief und bitte auch richtig rum, da wo der Wurzelansatz ist, nach unten reinstecken, damit es dann schön nach oben schießen können. Du hast auch jetzt noch den ganzen Oktober Zeit, keine Frage, geht sogar noch teilweise in den November rein, je nachdem wie die November die Witterung ist. Ich habe auch noch ein bisschen den Knoblauch bei mir in die Hochbeete mit reingesteckt, vielleicht tue ich noch ein paar in den Tunnel mit rein, so als Mischkultur, dann später für die Tomaten, aber ich brauche auch welche noch bei mir im Schrebergarten, da möchte ich nämlich neue Bäume reinsetzen und da sind tummeln sich halt Wühlmäuse, die hat schon in den Stamm von meinem Maulbeer reingebissen. Aber wir müssen natürlich auch Rücksicht nehmen, es sind nur Tiere, die gehören mit zum Ökosystem, immer schön ruhig bleiben. Ist nicht gut so für den Puls, fürs Herz. Denk an deine Gesundheit. Deshalb setze ich den Knoblauch und versuche den Teller bunt zu halten. Ich werde noch ein paar Kräuter mit reinsetzen, damit die Wühlmaus dann nicht an die Bäume reingeht. Vergiften möchte ich sie ja nicht, das geht meistens nach hinten los, dann habe ich vielleicht noch einen toten Greifvogel. Und den möchte ich ja nicht unbedingt umbringen. Einigen Knoblauch habe ich auch bei mir unter die Pfirsich reingesteckt, damit ich vielleicht eine Vorbeugung gegenüber die Kräuselkrankheit habe. Habe ich jetzt schon mal gemacht. Vielleicht funktioniert es mal dieses Jahr. Mal schauen. Oder ich muss den Boden noch zusätzlich besser aufbauen, weil da, wo ich den reingesetzt habe, der Boden war Katastrophe. Vielleicht soll ich mal ein bisschen Pflanzenkohle reinsetzen. Müsste ich aber neuen bestellen oder neuen machen. Hab gerade keinen mehr. Mein hervorragender Deal gegenüber die Schnecken, damit sie jetzt zum Beispiel nicht im Folientunnel an meinen Endivensalat rangehen, ist die Kapuzinerkresse. Habe ich die bewusst ausgesät? Nö,
habe sie im Frühjahr bewusst gepflanzt, hat dann die Samen geworfen, hat sie nochmal rausgeworfen und selbst ausgesammelt. Und momentan kommt neue Kapuzinerkresse zwischen den Endivien-Salaten raus. Und die Kapuzinerkresse soll so als Abschreckung gegenüber die Schnecken dienen. Und wenn sie Blüten gehen, dann sollen sie da rangehen. Und dann habe ich noch Tagetes mit reingesetzt, dann sollen die Schnecken da in die Blüten reingehen. Aber die Tagetes wächst auch wunderbar. Mischkultur ist so eine wunderbare Sache, um auch den Boden besser zu regulieren gegen Drahtwürmer oder Engerlinge, wenn man Nematoden anlockt. Alles wunderbar. Mischkultur ist der Schlüssel, Leute. Mischkultur. Natürlich auch in einem gewisser Weise, dass es auch eine gute Ordnung hat. Wenn alles ein riesiger Busch ist, dann bleibt einfach alles klein. Also ein bisschen mitdenken. Selbstverständlich ist die Kapuzinerkresse nicht winterhart, aber ich habe schon vorgedacht, wie die Samenschleuder, wie ich einer bin, habe dann natürlich auch schon mal Feldsalat mit ausgesamt. Wenn dann der Endiviensalat abgeerntet ist, dann wird dann der Feldsalat da kommen und dann werde ich vielleicht im späten Winter, Anfang Frühjahr wieder Feldsalat weiter ernten können. Immer dran denken, Boden bedeckt halten, irgendwas aussamen zum Ernten, dann funktioniert das Ganze. Dann funktioniert die Winterernte. So schwer ist das nicht. Wenn ihr euch da eingefunden habt, natürlich. Ein bisschen Radieschen habe ich auch wild um mich hergeworfen. Mal schauen, vielleicht funktioniert es genauso wie die mit den Pastinaken. Die habe ich nämlich im März einfach bei mir im Tunnel aufs Mulchmaterial überall rumgeworfen. Und siehe voilà, die sind eigentlich schon das ganze Frühjahr, über den ganzen Sommer durch zwischen den Tomaten groß geworden. Jetzt, wo die Tomaten anfangen zu schwächeln, Klima ist nicht mehr ganz so gut bei uns hier in Oberbayern, beziehungsweise in meiner Region hier am Moosrand mit dem Nebel. Aber die Pastinaken kommen jetzt und habe ich hier 1A Folgekulturen. Fließender Übergang von der Tomatenernte in die schöne Pastinakenernte. Und dann konnte ich schon einige wunderbare Wurzeln auch ernten. Schöne Prachtexemplare und die wuchsen einfach zwischendrin, zwischen den Paprikas und den Tomaten einfach drin. Das ist eine geile Sache und da kommt noch was und die sind sogar noch winterhart und sowas. Einfach geil. Wie so ein bisschen die Unkoordiniertheit und das Chaos dann sich doch ein bisschen bezahlt machen. Zwei Möglichkeiten, entweder vollkommen eine bescheuerte Idee, die überhaupt nicht funktioniert, oder 180 IQ-Move. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. E-Team. Trotz alledem, dass die Tomaten ein bisschen schwächeln, kann ich immer noch gut ernten. So alle 2 Tage sind es dann doch immer so 2 bis 3, 4 Kilo. Und die schmecken noch süß. Da habe ich mich gestern echt... Wow, das war ein wunderbarer Geschmack von der Eva Sweet White. Das war aber eine größere Form. Wunderbar, sind noch schön süß. Also lohnt sich noch, aber wird schon mit der Zeit weniger und wird auch viel mehr runter machen, damit ich dann nach und nach meine nachfolgende Kulturen reinsetze. Ganzen Haufen an Palette wartet noch reingesetzt zu werden, Grünkohl, Salate und alles mögliche. Also es wird langsam Zeit dafür Platz zu machen. Weil ich ja auch gerade von meiner Erfolgsgeschichte mit den Pastinaken geschwärmt habe, auch eine Unterbepflanzung, Basilikum und Petersilie, besonders die Petersilie unter den Tomaten, ist dieses Jahr hervorragend gewachsen. Also konnte ich jetzt noch das letzte Mal wahrscheinlich noch ganz groß ernten, so circa 1 Kilo. Schöne Petersilie. Die sind wunderbar gewachsen. Konnte natürlich nicht alles sofort für mich verwerten. Meine Mom hat sich sehr gefreut. Tut was für eure Eltern und eure Mütter. Besonders für eure Mütter, die haben euch großgezogen. Die hat ein Stück erstmal für ihre Kürbissuppe genommen und einen großen Haufen auch eingefroren, damit sie halt über den Winter dann immer ein bisschen was zum Salat hat, für die Kürbissuppe oder für eine andere Suppe zum Streuen hat. Natürlich ist das ganze Zeug ja nichts für mich. Ich esse ja nichts Gekochtes, auch nichts Gefrorenes. Aber ich bin ja auch auf meine Kosten gekommen und habe zum Beispiel einen Teil der Petersilie auch mit entsaftet, mit meinem einzigartigen Entsafter, den Angel Juicer. Seit 6 Jahren wunderbar mit mir im Betrieb. Kann mir jeden Tag wunderbare Säfte machen, neben der Petersilie, die ich dann jetzt im Garten auffinde, auch manchmal Karotten, um die Zucchini-Schwämme ein bisschen Herr zu werden. Den ganzen Sommer über ein bisschen Zucchini auch mit reingemacht. Bei der Zucchini muss ich natürlich ein bisschen aufpassen, dass es ein bisschen aufschäumt, weil die so weicher ist, dann muss er dann härtere Sachen reintun, wie Sellerie zum Beispiel oder auch Karotte. Selleriesaft ist sowieso mein Liebling, jeden Tag auch immer mit dabei oder nur Monoselleriesaft. Ist super für eure Gesundheit, hydrierend, nährstoffreich, super Qualität, die auch die Säfte, eine super Saftausbeute durch den Slow Juicer, das ist eine langsame Saftpresse, also ein schonendes Verfahren. Und den Trester könnt ihr dann auch noch benutzen, um
bei euch im Garten zum Mulchen. Als Schneckenabwehr zum Beispiel oder zum Schneckenablenken. Manche nutzen es zum Beispiel auch zum Trocknen oder nutzen es auch ein bisschen zum Verfeinern im Salat. Kann man alles machen. Mache ich jetzt zum Beispiel weniger. Ich weiß, der Preis ist recht hoch, aber ein super Preis-Leistungs-Verhältnis, wie ich finde. 10 Jahre auch Garantie. Bei mir schon gut 6 oder 7 Jahre einwandfrei im Einsatz. Jeden Tag bei mir. Wunderbar. Und man hat nur eine Gesundheit, tut was für euren Körper. Da könnt ihr auch mehr für die Natur leisten, habt ein besseres Wohlbefinden, könnt mehr für eure Familie leisten. Und ihr könnt dann auch noch bis weiter hinaus über die Rente arbeiten. 70, 80, 90. Könnt ihr produktiv sein, vital und sowas dann arbeiten. Wo sind denn meine Dachdecker und Maurer mit 90? Dann ihre 20-jährigen Kollegen in den Schatten stellen. Was sind eure Pläne? Wie lange habt ihr vor, eigentlich zu arbeiten? Was kommt noch bei euch in den Garten mit rein im Herbst? Welche Arbeiten habt ihr noch zu verrichten? Welche Ernten habt ihr? Welche Aussaaten wollt ihr noch tätigen? Kleiner Tipp, ihr könnt auch jetzt noch mit den Physalis und Süßkartoffelstecklingen anfangen, die zu bewurzeln, damit das auch früher funktioniert. Aber schreibt mir gerne euer Vorhaben in die Kommentare. Also mir gefällt es wirklich, diesen regen Austausch. Auch eure langen Kommentare lese ich mir alles durch. Dankeschön. Bin auch auf sehr viele coole Ideen gekommen deshalb. Ich werde jetzt noch viel mehr Feldsalat aussehen, irgendwann die Tomaten natürlich auch wegmachen, die Bohnen auch, da auch nochmal Nachkulturen setzen. Bäume werde ich auch jetzt nochmal neue setzen, wie vorhin erwähnt, und dann halt das ganze Rumhäckseln noch so machen. Die Paprikas, Chilis und Auberginen hier, die ich da jetzt in den Töpfen habe, die werde ich nicht überwintern lassen, weil mir dann sonst wieder ein Strich durch die Rechnung gemacht wird. Beim letzten Mal. Das war eine Unverschämtheit und Verantwortungslosigkeit. Vor allem, wenn man mir noch die Schuld gibt bei dem ganzen Vorfall. Auch kannst du das auch probieren, deine Paprikas, Chilis und Auberginen, die in den Töpfen sind, auch zu überwintern. Muss ja die ganzen Blätter wegmachen, ein bisschen wahrscheinlich auch von den Trieben abschneiden, runterschneiden und kürzen. Brauchst halt dann einen entsprechenden perfekten Ort, etwas kühler, zu 10 Grad ungefähr, 10 bis 15 Grad würde ich mal so sagen. Schau, dass es auch nicht zu feucht ist. Und dass die Temperatur auch konstant bleibt. Sonst ist ja auch ein großes Angebot momentan an Blütenzwiebeln. Kannst du vielleicht auch bei dir einfach in den Rasen reinsetzen, das wollte ich auch schon mal machen. Aber auch vielleicht gegen die Wühlmäuse wieder ein paar Tulpen oder Narzissen setzen. Narzissen, keine Nazis oder Narzissten, sondern Narzissen. Schöne Blumen im Vergleich zu den anderen beiden. Oder du wartest noch ein bisschen, bis die eine Rabattaktion haben. Die kann man auch wunderbar noch vielleicht auch im Dezember setzen. Vielleicht auch mal im Frühjahr, vielleicht kommen sie dann auch sofort. Nichtsdestotrotz, denk doch mal ein bisschen an die Bienen und an deine schöne Blütenvielfalt. Weil die Pflanzen sind dann die ersten Anzeichen, ja, neues Gartenjahr hat begonnen, scheiß Winter vorbei, keine Kälte mehr, die Blüten kommen, Bienen, geil. Neue Gartensaison 2025. Neues Jahr, in dem man eine Samenschleuder ist. Die Welt braucht es, immer mehr Grün, Natur hat sie bitter nötig. Essbare Sachen, idyllische Sachen, was fürs Auge. Kann ja nicht angehen, dass es nur ums Geld geht. Was bringt dir das ganze Geld, wenn du eine verrohene Landschaft hast? Ja, Geld ist wichtig, aber man braucht auch für das Geld eine entsprechende Leistung und Qualität. Und eine Landschaft, eine schöne, gepflegte Landschaft, das ist doch auch was Schönes. Wie du das hinbekommst, zeige ich dir unter anderem hier ein paar Tipps und Tricks hier auf diesem Kanal. Kannst du gerne reinschauen. Und den Kanal auch kostenlos abonnieren.